Was geht ab, meine lieben Freunde, ihr seht Raptastisch. Heute geht es um Manuelsen, der sich nun auch zu PA Sports und KC Rebel äußert. Eine weitere zentrale Figur im Diss-Track von PA Sports und KC hat sich zu Wort gemeldet. Manuelsen ist als ehemaliger Boss von Pottweiler und Labelchef von PA Sports und KC Rebel ein wichtiger Wegbegleiter in die Karrieren der beiden Essener und wurde dementsprechend breit in den 400 Bars thematisiert. Trotz allem hielt der 39-Jährige sich lange bedeckt und vermied es, sich zu dem Beef zu äußern. Nun gibt der König im Schattenchef jedoch nach und gibt nach hunderten Nachfragen den Fans preis, was er zu dem Konflikt zu sagen hat. Weiter erklärt er, dass er weder im Thema ist, noch weiß, was wirklich vor sich geht. Ich bin mir sicher, dass der eine oder andere sicherlich seine Beweggründe hatte für die Moves, die er gemacht hat. Und sollen die klären? Sollen die klären? Oder sollen die nicht klären? Sollen sich prügeln, reden, totstechen? Ich habe keine Ahnung, Bruder. Weiß ich nicht, Bruder. Ich habe damit doch gar nichts zu tun. So, da wo die alle rumgegangen sind und gesagt haben, ja, der Mann hat nichts für uns getan, da hat mich auch keiner gefragt. So. Scheint so, als hätte der Labelboss endgültig mit seinen ehemaligen Weggefährten abgeschlossen. Was meint ihr dazu? Schreibt uns eure Meinung in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen hoch und ein Abo da. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal bei Raptastisch.